Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Bus Mechanic Simulator hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir kriegen den Bustyp Gelenkbus MAN Lion City A23. Und dort hat der Fahrer den Ausfall an der vorderen Fahrtrichtungsleuchte gemeldet. Die Batterie muss geprüft werden, wenn erforderlich auch gewechselt werden. Die Stoßdämpfer der Mittelachse müssen gewechselt werden. Das sieht nach einem sehr schönen Auftrag aus. Den nehmen wir mal an. Und dann kommen wir mal rein. Und in der Zwischenzeit kann ich noch von, also erstmal die lustige Geschichte, die Wolf unter dem einen Video geschrieben hat mit dem, wie hieß er, Gefreiter Barney. Ist auch egal. Oder Barley? Barney oder Barley? Oh Gott, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe es mir durchgelesen und ich habe mich köstlich amüsiert darüber beim Durchlesen. Und dann gab es noch einen Kommentar, dass man mit F, glaube ich, näher rankommt an die... Upsala. Reingefallen. So, etwas näher rankommt an die Gerätschaften, beziehungsweise an die Bauteile dann. Guck jetzt nochmal ganz kurz hier, wenn ich jetzt F drücke oder so, oder ist das denn, wenn ich nur was ausgewählt habe? Wahrscheinlich, wenn ich was ausgewählt habe. Na gut, egal. Werden wir dann untersuchen und des Weiteren ist es so, dass mir geschrieben wurde von WizGames, auch im Kommentar, dass die Werkzeuge, wenn man jetzt ein Werkzeug in der Hand nimmt, wird das gehighlightet, was man damit bearbeiten kann. Zum Beispiel Druckpistole. Wenn man jetzt Tab drückt, sieht man die ganzen Ventile. Ne? So, jetzt wieder weglege und wenn ich jetzt den Vierkantschlüssel nehme und Tab drücke, wird alles das gehighlightet, wo ich mit dem Vierkantschlüssel drankomme und was ich mit dem Vierkantschlüssel bearbeiten kann. So, und genauso ist es wahrscheinlich auch mit dem Schraubenschlüssel. Ja, sieht man auch. Und auch mit dem Indexkant sieht man, wo man da dran kommt. Und was haben wir noch? Schraubendreher. Ja, also da gibt es einige Sachen, wo man in die verschiedenen Werkzeuge sehen kann. Und die Ratsche natürlich auch noch. So, aber dadurch hat er mit dem Schraubenschlüssel was gemeinschaftlich. So. Gut. Also, irgendwo wurde hier vorne an der Fahrtrichtungsanzeige was bemängelt. Ausfall oder wie war das? Fahrtrichtungsanzeiger. Wir gehen mal in den Inspektionsmodus und inspizieren das Ding. Nee, inspizieren das Ding mal und dann sehen wir, dass das 100% hat. Gucken wir bei dem mal. Der hat auch 100%. Hm. Hallöchen. Okay, dann gucken wir nochmal den Auftrag. Auftrag einsehen. Ausfall der vorderen Fahrtrichtungsleuchte gemeldet. Angucken. Beide. Hm. Hm. Aber die haben beide 100%. Hm. Na gut. Die haben doch beide jetzt getestet. Kann ich denn die irgendwie... Ah, nee, einen Lichttest kann ich noch nicht machen, ne? Hm. Bin ich denn das? Der ist gut und der ist gut. Hm. Oder ist das bloß das Glas vorne? Hm. Dann gucken wir mal an, wenn wir das abbauen. Warte mal, da brauche ich bestimmt einen Schraubenzieher für. So, gehen wir hier mal hoch, runter, hin und her. Brauche ich denn für Werkzeug für? Hier ist kein Schraubenzieher dran. So, vielleicht brauche ich aber auch den normalen Schraubenschlüssel. Gucken aber für so einen Glasabschrauben. Vielleicht ist das ja innen drin. Warte mal, ich gehe mal da oben hoch. Was? So, dann gucken wir doch mal, wenn ich das jetzt hier abbauen wollen würde. Bauteil demontieren, Bauteil zuvor demontieren. Welches denn, bitteschön? Dann ist es die Schraube dort, ne? Welches denn noch? Oh. Verdammt. Wieder runtergefallen. So, ich bock den gleich auf den Korn. So, dann kommen wir nochmal hin. Da ist noch eine Schraube drin, ne? Aber auch mit F komme ich da jetzt nicht näher ran, ne? Das kann ich mal auch so bestätigen. So, da haben wir noch eine kleine Schraube und jetzt können wir das abbauen. Jetzt müssen wir mal gucken, was da drinnen noch drin ist. Vielleicht ist da ja noch ein Bähnchen drin. Also das ist sehr ungünstig hier, muss man sagen.
Gehen wir mal ganz kurz in den Inspektionsmodus. Das Leuchtmittel hat auch 100%, also das ist auch okay. Hm. Okay. Na gut. Hm. Das macht mich jetzt nicht zwingend schlauer, aber... So, dann gucken wir das Leuchtmittel mal an. Das hat nur 11%. Das können wir ausbauen. Upsala. Das müssen wir ausbauen und aufschreiben. So, gib mir her das Leuchtmittel. So, dann gucken wir mal ganz kurz. Ersatzteilliste A10. Ein Leuchtmittel für den Blinker. A10, A8, A9, A10. Ist das Leuchtmittel? Ja, müsste es sein, ne? Ein Leuchtmittel. So, dann schleichen wir wieder mal hin zu dem Bus hier. So. Und dann wollen wir wieder einbauen. Gucken wir eher. So, ich drücke jetzt die F-Taste übrigens. Ich meine, man hatte mir gesagt, die F-Taste soll man drücken, damit man da näher rankommt, aber... Hm. So. Dann, bitteschön... Hm. Zeigst du mir denn jetzt... Achso. So, okay. Dann machen wir hier das auch wieder dran. Dass das nicht geheiratet wurde. Gut, okay. So, dann müsste ich sagen, oder können wir eigentlich bei dem ersten Auftragsteil sagen, erledigt. Batterien müssen geprüft und wenn erforderlich gewechselt werden. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie man Batterien prüft, aber ich denke mal, eine Sichtprüfung hilft da ja nicht viel. Aber wir müssen erstmal den Batteriekasten dran. So, das war nicht der Batteriekasten, ne? Der Batteriekasten war ja bei der Error-Batterie. Wir können uns das ja natürlich einfach angucken. So, da sind die Batterien und, oh ja, die sehen ja schon mal rotzen schlecht aus. Egal, so. Wo waren die jetzt? Auf der anderen Seite von dem Wagen, ne? Mal kurz hier durch. So. Serviceklappe, Batteriefach. Einmal abtauchen. Und dann müssen wir natürlich jetzt hier mit dem Inspekteur mal... Inspekteur mal die Batterie angucken. Die hat 16%. Da brauchen wir eine neue. Die hat 35%. Nehmen wir auch eine neue. So, was haben wir hier noch? Ah, das ist der Batterieschlitten. Damit kann ich die rausziehen. Okay. Hauptschalter geht noch. Relais geht auch noch. Gut, jetzt müssen wir dann hier ein paar Einzelteile abbauen. Da bleibt uns ja nichts anderes über. Wo fängt man denn hier an? Ja, den schiebe ich rein und raus, das ist natürlich dutzelig. So, hier mal eine Schraube. Brauchen wir die Ratsche für? Ja, dann kann man da die Polkappe abmachen. Und bei diesen, bei den Polkappen, da gibt es auch eine bestimmte Reihenfolge, die man da einhalten darf. Und zwar schraubt man immer als erstes die Masseverbindung ab und dann erst die Plusverbindung. Und ich weiß jetzt aber nicht, welche davon welche ist. Also das, normalerweise sieht man das an den Polkappen, an der Größe der Polkappen. Die größere ist... Oh, jetzt muss ich lügen. Größeres Plus, ne? Und die kleinere ist Masse. Oh, da muss ich echt lügen. Das weiß ich jetzt nicht aus dem Stegreif. Aber ich glaube, der größere, die große Polkappe. Ich weiß aber nicht, ob das bei den großen Batterien auch so ist hier für den Bus. Ja, deswegen müssen wir mal gucken. Sehen wir das irgendwie? Was hier Plus und Minus ist, ist... Ja, das ist hier Minus auf der Seite. Also schrauben wir als erstes Minus ab. Das ist wichtig. Weil, wenn man nämlich quasi, ich würde jetzt auch ganz gerne das Ding da runternehmen, aber kann ich irgendwie nicht. Upsala. So, wenn man nämlich den Minuspol abschraubt und mit dem Rest dann Kontakt kriegt, ist das nicht so schlimm. Wo geht denn der Kabel noch hin? Ach, der geht jetzt hier auf die Pluspol, ne? Ja. Die sind ja irgendwie in Reihe gescheit, ne? So.
und damit quasi die Verbindung zum Rahmen irgendwo mit dem Schlüssel macht, dann schließt man halt nichts kurz, ne? Also wenn jetzt, also ich meine, wenn man so eine Batterie killen will, legt man nochmal einen Schraubenschlüssel quer über die Pole. Nicht nachmachen, ganz gefährlich, soll man überhaupt nicht machen. Und wie gesagt, also da gibt es dann Mittel und Wege, wie wir das, wie kann ich das jetzt hier abschrauben? Brauche ich Bauteile, muss ich demontieren? Welches Bauteil muss ich demontieren? Die Schrauben muss ich demontieren. Lass mich ran. Danke. So. Noch irgendein Bauteil. Die ist aber nicht mehr. Batterierelie erst abschrauben. Oh, da. Das ist, da muss man, also da, Leute, mal ganz kurz, wenn ihr noch mal kurz zuhören wollt. Das muss noch ein bisschen, sagen wir mal, fluffiger gehen hier. Das ist noch ein bisschen zu viel Pixel-Hunting, ne, an manchen Stellen. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich hier was wo ausbauen kann. Gut, jetzt kann ich abbauen. Schon mal viel wert, muss ich dahin hier auch hin. Kann ich den Batteriehalter hier schon mal runternehmen? So, dann konnte ich schon mal die eine Batterie rauslegen. Aber wie ich an die Batterie rankomme, das weiß ich noch nicht. Kann ja erstmal jetzt hier den Krempel da abbauen. Aber ich muss den irgendwie loswerden. Und dann muss ich da drin eine Schraube loswerden. Die sehe ich aber nicht. Ja, also das ist schwierig. Wie soll ich jetzt an diese Schraube da rankommen? Ich kann mich nicht hinlegen. Na ja, müssen wir die Dinger anbauen hier. Wenn wir kurz aufbocken, den Jungen. Dass wir da von schräg unten irgendwie drankommen. Los, den müssen wir auch noch machen. Also es ist natürlich schön, dass das alles so auch kleinteilig ist, ne, dass jede Schraube einzeln für sich quasi dort zählt. Aber wenn man da so ungünstig drankommt, dann müsste da vielleicht irgendwie einen Freiflug oder so eine kleine Kamera haben oder eben wirklich näher drankommen können. Dann muss ich gleich nochmal, ich guck gleich in den Kommentaren nach, wie der Kommentar hieß. Achso, jetzt kann ich die ja, kann ich den hier hocheiern. So. Dann hebe ich mir zumindest schon mal auf Augenhöhe an. Und dann komme ich auch an die Batterien dran. Aber wie gesagt, das sollte etwas schöner beschrieben werden. Dass man da vielleicht eventuell etwas besser dran kommt. So, okay, wir haben zwei Batterien. Die brauchen wir jetzt wieder in neu. Und das Batterielager war ganz hinten in der Ecke. Ich weiß nicht, ob ich alte Batterien... Upsala. Aufbauen kann oder wieder aufladen kann. Das geht ja theoretisch auch. Ich persönlich hatte ja mit meinem Kfz jetzt in dieser Winterzeit sehr viele Probleme, was das angeht. Okay. Ohne links Lichtscheibe, Fahrtrichtungsanzeige, was? Fahrtrichtungsanzeige von links. Altbatterieentsorgung. Ach, das ist die Entsorgung dort. Okay, nee, das ist okay. Hier kann ich jetzt nicht mehr anklicken. Egal. So, und hier kann ich zwei Batterien kaufen. Hier kann ich jetzt die alte Batterieentsorgung nicht mehr anklicken. Naja, egal. So. Gut. Ist ja nicht wieder schlimm. So, und dann bauen wir wieder alles an. Also so ein bisschen besser, also so klein, also ein bisschen besser den Nutzer noch führen. Also es ist schon alles recht tuffig und es macht auch Spaß und es macht auch Laune quasi dann daran. Hä? Ich hätte doch eben die beiden 100% Batterien hier, oder nicht? Hallo? Hm. Ja.
Müssen wir nochmal Batterien holen? Keine Ahnung. Puh. Einfach verpufft oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht komme ich jetzt auch an die Altbatterie entsorgen dran. So, dann kann ich die erstmal entsorgen. So, dann kaufen wir neue. So, jetzt gucken wir nochmal ganz kurz zum Inventar. Batterie, 3 Stück sogar. So, wunderbar. Ja, es kann sein, dass ich gerade 3 mehr gekriegt habe. Das ist nicht weiter schlimm. Das ist alles möglich. Achso, ich muss ja wieder da hinten hin. So, dann gehen wir hier auf das Batterie-Ding. Ah ja. Okay, gut. Dann ist das ja jetzt da. Dann kann ich das Kabel hier anschließen. Naja, okay, das ist dran, das reiche. Müssen wir ein bisschen kleiner werden hier wieder, damit ich da unten dran komme. So. Dann müssen wir das natürlich hier oben festziehen. Dann das Verbindungskabel. Kann man sie hier rüberlegen. So. Na, die Schraube hat noch nicht fertig geschraubt. So. Dann können wir das hier oben drauflegen. Das hier oben drauflegen. Das da oben drauflegen und das oben drauflegen. So, dann muss ich jetzt mal die Schraube wieder anziehen. So, kommen wir da raus da, danke. So, dann machen wir uns... Ah nee, größer geht gar nicht. Dann muss ich jetzt gleich das mal runterfahren. Ich kann auch heiter werden beim... Achso. Jetzt habe ich fertig geschraubt, Jüten. So, dann kommt mal runter hier. So. Ist das eigentlich ein Hauptschalter hier oder so? Kann man nicht, kann ich nicht umschalten? Weiß ich gar nicht. So, jetzt würde ich ganz gerne hier das Batteriekabel noch anbauen, aber... Auch immer ein bisschen intrigant, ne? So. Gut. Okay, das haben wir, das haben wir. Achso, dann muss ich hier hinten die Schrauben noch. So, ab wieder rein da. Klappe zu. Achso, geht gerade nicht. Brauche ich den Vierkantschlüssel zu. Gut, okay. Das hätten wir auch. Na, sieht doch schon mal ganz gut aus. Da kommt noch ein bisschen was zustande. Vierkantschlüssel, da ist er. Und dann müssen wir noch mal gucken. Eigentlich wollte ich dich jetzt zumachen. Das ist ja... okay. Gut. Dann müssen wir die mittleren Stoßdämpfer jetzt hier ausbauen. Ich denke mal, dann muss ich die Dinger wieder... Wie komme ich denn da überhaupt? Moment, jetzt gucken wir erstmal, wie kommen wir da ran. Auftrag einsehen. Stoßdämpfer Mittelachse. Okay, die da ausbauen. Da kommen wir nur von unten drunten dran, glaube ich. Da müssen wir mal gucken, was wir da alles abnehmen müssen für. Was wir da alles ausbauen brauchen für. Also ich denke mal, wir müssen mindestens den Dingsbums da drunter schieben. Hier den Wagenheber. So. Gut, also ich würde dann sagen, dann nehmen wir die erstmal wieder weg hier. Die brauchen wir nämlich da an der Stelle, glaube ich, nicht, wenn ich die Stoßdämpfer ausbauen will. Hoffe ich zumindest. Und dann gucken wir mal, wie wir von unten da dran kommen. Und was wir alles abbauen müssen, um so einen Stoßdämpfer abzubauen. Und wie viele Pixel-Hunting-Schrauben wir dort suchen müssen. So. Ja, mir ist das Loch gefallen. Das mache ich gerne, da unten reinfallen, ne? Das muss ich ehrlich sagen. Kann man da nicht irgendwie sagen, grobe zu oder so, dass man da einen Roller rüberlegt, dass ich ja nicht immer so oft reinfalle? Das ist nur für mich jetzt mal, ne? So. Gut, okay. Dann muss ich jetzt aber unten rein. So. Und dann gucken wir mal, wenn ich jetzt hier den Stoßdämpfer ausbauen will. Muss ich den Bolzen und da oben den Bolzen raus? Okay. Ich probier das einfach mal, ne? Da zieht sich ja die mit der Ratsche am schnellsten. Wo ist die Rira-Ratsche? Rira-Ratsch. So, wollen wir mal gucken hier.
Das ist aber mal ein langer Bolzen, ne? Oh. Ah ja, okay. Motor runter, Bolzen raus. Wo ist einfach raus? Okay. Dann hier, Schraube raus. Mutti runter. Schraube raus. Wo ist einfach raus? Okay. Hammer. Sieht sehr gut aus. Super. Okay, dann haben wir das auch. So, dann würde ich sagen, brauche ich jetzt 4 solche Stoßdämpfer, ne? Wir gucken mal ganz kurz ins Inventar. Ja, die sehen alle nicht so gut aus. Wo liegen die? Stoßdämpfer, achso. Leuchtenmittel haben wir, das haben wir auch. Stoßdämpfer ein. In A3 liegen die. Das ist ja dann doch recht nah dran hier an der Türe. A3, 5, A3 hier. Stoßdämpfer, ja, 1, 2, 3, 4. So, dann wollen wir die mal wieder einsetzen da. Und da, so. Das heißt, wir müssen jetzt mit R auf Bauteile hinzufügen. Stoßdämpfer 100%. Den Bolzen unten rein. Sehr gut. Jetzt müssen wir da oben irgendwie an diese Bolzen dran kommen. Und die Motor drauf schrauben. Okay. So. Ach, jetzt habe ich die Motor noch hier ganz fest da oben. Verdammt, ich will die wieder nicht. So. Gut, habe ich getroffen. Großdämpfer rein. Bolzen rein. Mutti drauf. Und Schraube rein. Sehr schön. Dann machen wir hier das gleich nochmal. Stoßdämpfer. 100% Stoßdämpfer. Schraube rein. Bolzen rein. Mutti drauf. So, hilf dem Papa auf die Mutter. So, dann das da. Das dort. Und den Bolzen und die Mutter. Gut, okay. Dann würde ich sagen, ist dieser Auftrag an sich beendet. Ich lege mal die Ratsche hier hin. Die Ratsch. So, gucken wir nochmal den Auftrag rein. Auftrag einsehen, Stoßdämpfer, Mittelachse müssen gewechselt werden. Haben wir gemacht. Batterien geprüft und erforderlich gewechselt. Haben wir auch gemacht. So, gut. Dann würde ich sagen, Auftrag fertig. Es müssen alle Bauteile montiert sein, die wir Bus bewegen können. Ei, das habe ich jetzt vergessen anzubauen. Jetzt habe ich noch im Inventar. Zahnrad der Kraftstoffpumpe habe ich hier nirgendwo abgebaut, oder? Hobelgehäuse, Zahnradantrieb, Kraftstoffpumpe. Ne, das habe ich mir irgendwann sinnloserweise gekauft, ne? Habe ich jetzt irgendeine Schraube nicht festgezogen an den Scheinwerfern oder so? Ich bin mir nicht sicher. Warte mal, hier, da ist das drinne. Die Schrauben sind auch drinne. Die Schrauben sind auch drin, okay. Dann gucken wir jetzt mal beim Batteriefach. Habe ich da noch irgendwas? Ups, oder? Irgendwas vergessen? Also ich habe hier jetzt bei den Stoßdämpfern habe ich jetzt alles drin gebaut. Achso, dann muss ich ja wieder den. Ja, hier kannst du so haben. Irgendwas vergessen. Wieder anzuziehen. Ach, die Dinger habe ich noch abgeschraubt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Jetzt, wo du es sagst. Da sind noch ein paar Schrauben sind hier noch. Ich habe bei denen auch lose gemuddelt hier, ne? Genau.
So, gut. Achso. Oh. Ja, Sosa. Man muss so einen schlüssellosen annehmen, dann fällt die Klappe schon zu. Alles klar. Gut. Jetzt aber. Ah, wunderbar. Einwandfrei. Eieiei. Hui, sagt Maria. So, gut, also, dann haben wir jetzt in diesem Erfolge nur einen Auftrag fertig gekriegt, aber es war schon mal mehr, ne? Es war ein Stoßdämpfer, es war mal ein Leuchtmittel tauschen und bei den Batterien haben wir es natürlich schwer getan, aber gut, wir haben es ja hingekriegt am Ende des Tages. So, dann gucken wir uns noch die Auswertung an, wie viele Punkte wir dabei kriegen und dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Wir haben auf jeden Fall gut Punkte gekriegt, 250 allein durch die Aufträge. Wir haben sie alle richtig gemacht und haben auch das grüne Lämpchen gekriegt und haben hier den Gesamtzustand nochmal 70 Punkte oben drauf. Da sind wir schon wieder bei über 900 Punkten, aber wie gesagt, wir brauchen einige mehr, um dann das später hinzukriegen. So, hier ist es natürlich wieder ein bisschen Sitzpolster gemeldet, Innenraumfilter, Klimaanlage muss gewechselt werden, aber wie gesagt, den Auftrag kann ich jetzt annehmen, wir werden beim Neustart trotzdem einen anderen Auftrag haben, bei den nächsten Folgen. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis denn. Tschüss.